Seit 2 Jahren stellt die FPÖ in Wels den Bürgermeister. Gemeinsam mit dem schwarzen Koalitionspartner wurde bei einer Pressekonferenz eine zweite Bilanz gezogen. Wichtige Entscheidungen wie Budget, Umgestaltung Stadtplatz, Renovierung des Wasserturms, Kaiser-Josef-Platz Neugestaltung, Kindergärten und Infrastruktur wurden gemeinsam beschlossen und umgesetzt. Nicht nur das Budget saniert, sondern auch den Magistrat völlig neu aufgestellt und vor allem Schwerpunkte gesetzt im Bereich Sicherheit, im Bereich der Integration, aber auch im Bereich der Gestaltung der Innenstadt. Eine sehr erfolgreiche Zeit und wir hoffen, dass wir die so fortführen können. Es herrscht also beste Harmonie zwischen den beiden Parteien und dies trotz Querschüssen der Türkis-Schwarzen. Zum Beispiel die Parksituation am Stadtplatz soll laut ÖVP kostenfrei werden. Wir haben hier unterschiedliche Meinungen. Die ÖVP tritt für ein vollkommenes Gratisparken ein. Wir glauben, das ist der falsche Weg, weil dann alle Parkplätze dauerhaft verstellt sind, keine Fluktuation stattfindet. Und deswegen bleiben wir bei unserer Forderung nach niedrigen Parkgebühren, so wie sie jetzt in Wels bestehen. Das sind keine Querschüsse, das sind politische Forderungen der ÖVP. Wir sind innerhalb der Koalition 2 unterschiedliche Parteien, das ist die FPÖ und die ÖVP. Und wir haben uns im Koalitionspapier vereinbart, dass wir viele Punkte abarbeiten. Und das kann sich sehen lassen, was wir bis jetzt schon geleistet haben und was wir auch dieses Jahr im 2018 leisten werden. Unsere politischen Forderungen sind genauso aktuell wie die politischen Forderungen der SPÖ, aber auch der FPÖ. Und das sind keine Querschüsse, das sind Denkanregungen, Initiativen. Und dementsprechend, glaube ich, bringt es uns nur etwas weiter, wenn wir auch über den Tellerrand hinwegschauen und uns viele verschiedene Sachen auch überlegen, prüfen und dann gemeinsam beschließen, was wir machen. Und das Beschließen gemeinsam machen wir in der Koalition. Nach wie vor schwebt über der ÖVP das Damoklesschwert Eisenrauch. Sie will die Pensionen, die sie zu viel bezahlt bekommen hat, zurückzahlen. Wenn man die Frau ehemalige Vizebürgermeister anruft, kriegt man keine Antwort. Wie stehen Sie als Vertreter der ÖVP hier in Wels dazu? Ich bin Obmann der ÖVP in Wels und ich habe hiermit auch ganz klar festgehalten, dass zu viel bezahltes Geld zurückzuzahlen ist. Und das macht Anna Eisenrauch und das macht sie jedes Jahr. Und damit ist es für mich auch klipp und klar erledigt, dass Frau Eisenrauch dazu steht, dass sie ihre zu viel bezahlten Bezüge dementsprechend auch refundiert. Neben vielen anderen Investitionen sollen über 2 Millionen Euro in den Fuhrpark der Stadt Wels investiert werden. Der ist stark überaltert und wir brauchen moderne Fahrzeuge, um die Aufgaben der Verwaltung optimal zu erledigen. Das wird uns gut gelingen und ich hoffe, dass wir dann umweltfreundlicher unterwegs sind, rascher und moderner als vorher. Und für das kommende Regierungsjahr wünscht sich Bürgermeister Andreas Rabel, die Infrastruktur der Stadt Wels auf neue Beine zu stellen und für die Kinder ein komplettes Kinderbetreuungsangebot zu schaffen.